Hallo und willkommen zum Videotutorial. Wie gehe ich in einer Projektprüfung vor? Wir gehen also von dem Fall aus, du hast diesen Leittext vor dir liegen. Und was sind also jetzt die ersten Schritte bis hin zur Planung? Was muss ich alles beachten? Wie gehe ich da entsprechend vor? Ja, vor uns sehen wir einen entsprechenden Leittext. Wie gesagt, der kann jedes Jahr anders aussehen. Jedes Jahr gibt es andere Themen, auch inhaltlich. Aber die Vorgehensweise, die dürfte eigentlich immer gleich sein. Wir beginnen hier mit einem sogenannten Szenario. Um was geht es eigentlich in dieser Projektprüfung? Das Thema ist die erste eigene Wohnung. Das heißt, hier steht, nach der Mittelschule fängt man eine Ausbildung an. Es stehen einem 999 Euro zur Verfügung. Man möchte in eine eigene Wohnung ziehen. Und hier wird noch eine Einweihungsparty gefeiert. So, jetzt kann man das natürlich auf verschiedene Art und Weisen aufziehen. Darum hat man hier etwas präzisiert. Jetzt kommt man zur sogenannten Vorbereitungsphase. Hier sind mehrere Punkte aufgelistet, die man hier beachten soll. Erster Punkt, wenn man in der Gruppe arbeitet, Aufgabenstellung lesen und notieren, was zu erledigen ist. Dann einen genauen Zeitplan erstellen. Das markieren wir uns schon mal, wo drauf steht, wer welche Aufgaben erledigt. So, dann heißt es hier 4 Wohnungsangebote suchen aus dem Raum Dachau. Hier ist natürlich wichtig zu beachten, wir haben hier nur 999 Euro zur Verfügung. Damit es keine Wohnung für 1000 Euro wird oder für 500 Euro, ist auch schon knapp, wird wohl vielleicht auf eine WG hinauslaufen. Einfach mal schauen, was man hier herauskommt. Gut, der vierte Punkt. Hier geht es noch zusätzlich um einen Immobilienmakler aus Dachau, der ebenfalls eine passende Wohnung finden soll, und dazu soll ein Brief formuliert werden. So, zusätzlich steht hier auch, besprecht und einigt euch auf eine Formulierung. Also, wir haben hier einen Brief und wir brauchen eine entsprechende Formulierung. Dann, jetzt geht es zur Einweihungsparty. Jedes Gruppenmitglied entwirft einen Flyer. Hier steht auch sechsseitig, so soll der entsprechend aussehen. Und hier geht es um die Einweihungsparty. Und der Ablauf ist wohl so, zuerst entwirft jeder eine Skizze von so einem Flyer. Wenn die fertig ist, bespricht man sich, man einigt sich auf eine Version und das wird dann diese Version sein, die man dann in der Durchführungsphase entsprechend umzusetzen hat. Ja, hier steht bei sechstens, formuliere ein Anschreiben, mit dem du den Flyer an 5 Freunde verschicken wirst. Also das heißt, dieser Flyer wird in einem Brief beigelegt und der Brief wird nochmal extra formuliert. Das heißt, jetzt sind wir schon bei 2 Briefe. Also Brief 1, das Anschreiben, Brief 2. Und hier können wir uns schon mal merken, diesem Anschreiben liegt eine Anlage bei. Also nicht vergessen, die Anlagen aufzuführen. So, jetzt soll noch eine Skizze von einem Formular entwickelt werden. Aus dem Wirtschaftsunterricht muss dann klar sein, dass es sich hier nicht um ein Papierformular handelt, sondern um ein Word-Formular, also ein digital ausfüllbares Formular. Das ist also der nächste Punkt. Und hier können die Freunde wichtige Punkte im Vorfeld abfragen zur Party. Also das sind die hier. Und dann ist immer die Frage, wie baut man so ein Formular auf? Und der achte Punkt, recherchiere, welche Ausgaben im täglichen Leben in der eigenen Wohnung anfallen und liste die Posten auf. Hier muss klar sein, okay, Recherche und dann Auflistung der Posten, das machen wir mit Excel. Ja, das ist praktisch die Vorbereitung
2 Tage von Montag bis Dienstag, wenn man diese Vorbereitungen entsprechend durchgeführt hat. Am nächsten Tag, Mittwoch, kommt dann die sogenannte Durchführungsphase. Hier muss man genau nachlesen, was man in dieser Durchführungsphase denn eigentlich macht. Und man hat nur 120 Minuten Zeit. So, hier steht, jeder erstellt den Flyer, also jeder in der Gruppe an seinem eigenen Arbeitsplatz erstellt diesen Flyer, den man entsprechend vorbereitet hat, den man skizziert hat, wo man Bild- und Textmaterial gesammelt hat. Das muss dann alles zur Verfügung stehen. Dann einen Serienbrief an die 5 Freunde, die hier zur Party eingeladen werden. Das heißt, ich brauche hier schon eine Datenquelle für diesen Brief. Die habe ich auch schon vorbereitet. Ich habe den Brieftext vorbereitet und dann kann ich in der Durchführung nur mich auf den Brief konzentrieren. Ja, und hier ist auch schon der Hinweis, erstelle das Formular in Word anhand der Skizzen aus der Vorbereitungsphase. Das heißt, hier werden jetzt diese Punkte hier entsprechend in einem Formular verbaut. Also drittens Word-Formular. Viertens, stelle die monatlichen Kosten der 4 verschiedenen Wohnungsangebote mit Excel grafisch dar. Also das bedeutet, einmal Excel und grafisch, das bedeutet, Diagramm braucht man. Und am letzten Tag, Donnerstag, haben wir die Präsentation dieser Ergebnisse. Hier soll die Zeit nicht länger als 15 Minuten dauern und das Ganze wird in der Gruppe präsentiert und hier steht auch in einer hochwertigen Präsentation. Hier ist dann zu überlegen, wie baut man das Ganze auf? So, und hier unten hat man hier noch was. Und zwar wird dieses Projekt auch entsprechend dokumentiert. Und das sind die Inhalte der Projektmappe. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Also eine Möglichkeit wäre jetzt, nochmal entsprechend aufzulisten. Ne? So, jetzt. Also, der Aufbau ist, wir haben eine Vorbereitung, eine Durchführung und wir haben eine Präsentation und wir haben eine Mappe anzufertigen. Also, hier kann man schon mal entsprechend vielleicht das hier kopieren. Das war zu viel. Und das Ganze etwas kürzen. Der nummeriert jetzt hier einfach durch. Na gut. Also, erster Punkt, Aufgabenstellung. Lies mal durch, was zu erledigen ist. Das haben wir eigentlich schon erfüllt. Dann braucht man einen Zeitplan mit den entsprechenden Aufgaben. So, dann brauchen wir 4 Wohnungsangebote aus dem Raum Dachau. Dann brauchen wir ein Anschreiben für den Immobilienmakler aus Dachau. Na, können wir das mal. Dann machen wir mit dem Stift weiter. Hier die Nummerierung. Die schalten wir dann mal aus. So, dann haben wir einen Immobilienmakler. Aus Dachau. Dann haben wir einen geeigneten Brief.
Nächster Punkt wäre dann, besprecht und einigt euch auf eine Formulierung für den Brief. So, dann jedes Gruppenmitglied entwirft einen Flyer, sechsseitig. Das ist der Einladungsflyer. Und hier heißt es auch wieder, besprecht und einigt euch auf eine Version. Dann formuliere ein Anschreiben, mit dem du den Flyer an die 5 Freunde verschickst. Also Anschreiben für den Flyer. So, dann Skizze für eine Formular. Und hier ist auch schon aufgelistet, was der Inhalt dieses Formulars sein soll. Dann recherchiere die Ausgaben im täglichen Leben. Also Ausgaben täglichen Leben. Und liste diese Posten auf. Okay, das ist also im Vorfeld zu erledigen. Dann, das können wir schon mal hervorheben. Dann haben wir hier die Durchführung und ja, Präsentation und Mappe. Da hat es das Deckblatt abgeschnitten. Also, das ist schon mal der Inhalt der Projektmappe. Präsentation müssen wir uns nachher noch anschauen. Und bei der Durchführung, hier können wir uns auch das schon mal von hier holen. Noch ein. So, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, wo man nachschauen kann, was wir denn noch alles brauchen und beachten müssen. Und zwar gibt es hier noch die Bewertungsbögen. Die können natürlich auch je nach Aufgabe und Jahrgang anders aussehen. Hier haben wir jetzt einmal so einen Bewertungsbogen zur Durchführung. Hier sehen wir schon Arbeitsorganisation, fachspezifische Arbeitstechniken, fachlichen Grundlagen, Gestaltung und Ergebnis. Und wir haben weitere Bewertungsbögen, wie zum Beispiel die Projektmappe. Hier kann man entsprechend vergleichen. Ist denn das hier schon entsprechend aufgelistet? Man kann jetzt hier gleich mal anstellen. Also, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis. Dann haben wir hier allerdings schon mal den Zeitplan und die Seitenzahlen sind noch wichtig. Also hier mischt sich jetzt Layout und Inhalt, Seitenzahlen, dann Quellenangaben. Die haben wir hier unten stehen. Dann die Erklärung, dass man die Mappe selber angefertigt hat. Die brauchen wir hier auch noch. Und das äußere Erscheinungsbild wird hier auch noch
auch noch in die Bewertung mit einfließen. Dann, was wichtig ist, die Rechtschreibung, also nochmal von irgendjemand gegenlesen lassen, die Word-Hilfe drüber laufen lassen. Was hier wichtig ist, DIN-Fehler. Also hier handelt es sich um die DIN 5008, die als Grundlage für dieses Fach Wirtschaft gilt. Hier muss man sich vielleicht ein Exemplar besorgen und entsprechend nachsehen, wie bestimmte Dinge geregelt sind. Also es gibt bestimmte Schreibweisen, wie sieht ein Datum aus, wie sieht eine Postleitzahl aus, wie sieht eine Uhrzeit aus. Das ist genau geregelt. Auch der genaue Aufbau und die genauen Seitenränder und Zeilen eines Briefes, auch das ist hier geregelt. Das sind dann nicht die Rechtschreibregeln, sondern die DIN-Regeln entsprechend. So, dann brauchen wir noch einen Arbeitsbericht. Den haben wir hier auch noch nicht. Also Arbeitsbericht, die Arbeitsplanung. Und im Anhang kommt hier noch eine Reflexion und ein Handout zur Präsentation. Das habe ich aber oben schon gesehen. Übersichtsausdruck der Präsentation. Und ah, hier haben wir noch die Reflexion. Genau. Gut. Das wäre dann praktisch die Mappe. Mal hier noch einen Seitenumbruch einführen. Also das hier müssen wir für die Mappe noch beachten. Und hier oben Präsentation machen wir gleich. Durchführung, schauen wir noch mal, was wir hier noch brauchen. Genau, die Durchführung. Die Punkte sind, dass das Text- und Bildmaterial im Vorfeld vorhanden ist, dass alle übrigen Unterlagen auch da sind, um reibungslos entsprechend arbeiten zu können. Rechtschreibprüfung, wie gesagt, Word-Hilfe am besten benutzen. Dann, wenn man ausdruckt, den Namen nicht vergessen, sonst kann man den Ausdruck nicht zuordnen und das, was so gespeichert wird, nicht einfach lose im Laufwerk speichern, sondern halt in entsprechenden Ordnern, damit wir eine entsprechende Ordnung haben. Dann die DIN-Regeln entsprechend beachten. Auch hier die Regeln für Privatbriefe. Das entspricht auch den DIN-Regeln. Jetzt hier speziell für einen Privatbrief und für die übrigen Bestandteile der Durchführung, also für den Flyer, für das Formular und für das Excel-Dokument, auch hier entsprechend schauen, dass es DIN-gerecht ist. Dann die Seriendruckfunktion haben wir hier noch. Dann wichtig der Umgang mit dem Publisher. Hier wird ja der Flyer entsprechend erstellt. Die Formularfunktion in Word muss beherrscht werden. Und in Excel soll man mit Formeln rechnen, nicht einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen und hinschreiben. Und ein passendes Diagramm soll hier in dem Fall erstellt werden. Dann gibt es noch einen Punkt zur Gestaltung. Also einmal die Gestaltung der Briefvorlage. Hier kann man zum Beispiel ein eigenes Logo, einen eigenen persönlichen Briefkopf gestalten. Dafür gäbe es Punkte. Dann die Gestaltung dieses Einladungsflyers, das passende Diagramm für den Vergleich dieser vier Wohnungen. Da gibt es natürlich eine bestimmte Auswahl von Diagrammen, die ja passen. Also ein Netzdiagramm würde ja gar nicht passen, ein Blasendiagramm auch nicht. Aber zum Beispiel Balken- oder Tortendiagramm. Und eine sinnvolle Formulargestaltung für diese Word-Aufgabe, für dieses Formular in Word, hier auch entsprechend gestalten. Dann gibt es noch einen Bereich, der bewertet wird, und zwar das Ergebnis. Also da steht zum Beispiel, der Serienbrief ist fehlerfrei und das Anliegen geht aus dem Brieftext hervor. Dann der Flyer ist schon mal sechsseitig, sieht professionell aus. Die Excel-Auswertung berechnet mit Formeln und das Formular
in Word das funktioniert, wenn man es entsprechend ausfüllen möchte. Also diese Punkte hier werden wohl hier bei dieser Durchführung zum Tragen kommen. Gut. Es gibt noch weitere Bewertungsbögen. Das war jetzt die Durchführung. Die Projektmappe haben wir uns vorhin schon angeschaut. Und hier haben wir jetzt noch die Präsentation. Wie ist es inhaltlich gegliedert? Wie ist der Aufbau? Wie ist es von der Verständlichkeit her? Die Ausführungen zu den einzelnen Produkten, die man in der Durchführungsphase hergestellt hat. Und dann vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Prozess. Der Vortrag selber, der sollte entsprechend flüssig, verständlich sein. Fachbegriffe sollen entsprechend fallen, nicht irgendwie, ja, da habe ich da hingeklickt und dann mit dem Ding da oben rauf und runter, sondern hier wirklich dann genau die Begriffe beim Namen nennen. Auch die Medieneinbindung spielt eine Rolle. Na, dreht man sich dauernd zur Präsentationsfläche, also zur Beamerwand und muss den Inhalt von dort ablesen oder hat man ein entsprechendes Handout, wo man die einzelnen Präsentationsfolien im Vorfeld auch schon ja, auswendig lernen kann oder man weiß, was auf der nächsten Folie drauf ist, so muss man sich nicht dauernd zur Wand umdrehen, sondern kann praktisch in die Prüfungskommission reinschauen. Dann auch die Gestik, Mimik spielt eine Rolle, wie steht man da vorne da, hat man die Hände in der Hosentasche, schaut man irgendwie durch den Raum, auch was machen die Hände, am besten nimmt man einen Stift in die Hand und hat da entsprechend was, so eine Art Zeigestab, womit man auch entsprechend gestikulieren kann, das sieht dann nicht gar so verloren aus und dann noch eine entsprechende Reflexion als Zusammenfassung von dieser ganzen Prüfung. Was dann noch kommen wird, sind Zusatzfragen, wo man dann hier vielleicht noch nachhakt, vielleicht noch ein bisschen so Hintergrundwissen über Office abfragt und auf was auch noch geachtet wird, halt der Medieneinsatz, die entsprechende Präsentation, also praktisch der Umgang mit dem Medium, je nachdem, was man wählt, eine PowerPoint-Präsentation oder hat man einen Film oder hat man eine Mappe, wo die Ergebnisse noch einmal entsprechend eingeklebt sind, sodass man nicht aus seiner eigenen Projektmappe die Ergebnisse noch mal rausziehen muss, sondern hat praktisch für die Prüfer noch mal ein Präsentationsmedium. Gut, das wäre also die Arbeit mit dem Leittext. Wir haben es jetzt hier entsprechend mal aufbereitet, wie man hier vorgehen kann. Wir haben das auf einzelne Tage verteilt, also dass wir hier dann Montag bis Dienstag, wenn natürlich dieser Zeitrahmen vorgegeben ist, kann natürlich auch ein anderer sein, aber es sind meistens 2 Tage. Hier steht jetzt genau, was im Einzelnen zu machen ist. Es steht auch immer genau dran, macht derjenige aus der Gruppe das selbst und wann wird dann ein Ergebnis in der Gruppe besprochen. Und man sieht hier schon, diese Dinge müssen im Vorfeld alle fertig sein, dass dann praktisch die Durchführungsphase reibungslos vonstatten geht. Man kann auch in der Vorbereitungsphase auch schon mal mit der Mappe beginnen. Also hier immer wieder die Ergebnisse sichern und dann hier entsprechend schon mal in der Mappe mit einbauen. Wenn man das Ganze digital macht, ist das sehr komfortabel. In dem nächsten Video zeige ich, wie man so eine Mappe entsprechend digital aufbaut. Man kann hier sehr schnell ein Deckblatt erstellen, ein Inhaltsverzeichnis. Die Seitenzahlen sind sehr schnell eingebaut, sodass man sich hier eine Menge Layout- und Gestaltungsarbeit spart. Ja, und von der Präsentation her, da kann man sich halt nochmal ein bisschen an die Bewertungsbögen orientieren. Wir haben hier so ein Präsentations- Bewertungsvorschlag hier mal zusammengestellt. Diese Bögen, die hängen dann während der Prüfung im Klassenzimmer aus.
Hier ist es halt ganz wichtig, da mal einen Blick drauf zu werfen, damit man auch sieht, wo gibt es denn Punkte, auf was wird denn hier genau geachtet. Weil dies kommt hier nicht unbedingt aus dem Leittext heraus. Hier ist praktisch nur der Rahmen vorgegeben und wo es dann genau dann speziell drauf Punkte gibt, das sind dann, ist dann in den Bewertungsbögen zu finden. Okay, so wäre jetzt eigentlich dieser Ablauf und ja, die Aufsichten, die sind ja in den Klassenzimmern auch noch da, die können dann auch in einer Schalterstunde, die entsprechend bekannt gegeben wird, auch noch gefragt werden, wie ist dieses und jenes gemeint? Und hier kann man natürlich zum Aufbau dieser Prüfung noch Fragen stellen, inhaltlich natürlich nicht, damit muss man dann selber zurechtkommen, aber ich denke, das ist so im Großen und Ganzen dann machbar. Ja, zum Video mögliche Vorgehensweise gibt es noch ein zweites. Hier ist dann beschrieben, wie eine Projektmappe mit Word gelayoutet werden kann. Hier sind einige Tipps drin, wo man sich sehr viel Arbeit ersparen kann. Einfach oben auf den Link draufklicken und so kommt man dann zum nächsten Video.